So, da sind wir dabei. The Evil Within. Weiter geht's. Wir sind im Labyrinth, müssen in Richtung Kirche gehen. Wir haben Kidman gesehen, der scheint es auf jeden Fall noch gut zu gehen. Und ich habe Joseph im Rücken im Scharfschützengewehr. Von dem her kann eigentlich nicht wirklich großartig was schief gehen. Ich denke mal, er kriegt es schon ganz gut hin. Kann ich euch verbrennen? Nein, nicht wirklich. Merke, Leute, die den Mund auf haben, sind extrem tot. Das ist eine ganz andere Art von Tod. Was zur Hölle machst du von der Tür auf? Was zur Hölle bist du denn? Ah, shit. Nicht wirklich, oder? Der eklige Mann. Mit der Keule. Der hat eine beschissene Keule. Und er hat auch keine Furcht, sie einzusetzen, wie es aussieht. Muss ich da nah rangehen, oder wie muss ich das machen? Der Shotgun? Mit der Shotgun. Geht er down! Wir sind umsonst einen Glockenhammer geschlagen, ne? Das hat er sich auch ein bisschen anders vorgestellt. Oh shit, da ist noch einer! What the fuck? Das sind normale Gegner? Nicht gut. Okay, muss ich mal ganz kurz überlegen. Ich sollte ihn erstmal ein bisschen schockieren, wenn er um die Ecke kommt. Und dann immer schön ins Gesicht mit der Shotgun. Alter. Fuck. Mich einfach umhaut. Ich weiß nicht, ob das so die beste Taktik ist. Eine Spritze. Das ist eine gute Taktik. Shit, ich wollte gerade sagen. Au. Fuck. Vielleicht kann ich ja irgendwie mit dem Feuer töten, das da vorne ist. Was ist mit dem Feuer? Das Feuer ist noch nicht da, aber ich hätte es vielleicht ein bisschen später machen sollen. Wie wäre es damit gewesen? Keine schlechte Idee, glaube ich. Okay. Packen wir mal ganz kurz die Granaten nach unten. Komm her! Verdammte Scheiße. Die war nicht so gut. Okay, hier habe ich aber zumindest mal ein bisschen größeren Bereich. Hier kann ich auch rein, fällt mir gerade auf. Ha, nice. Schockbolzen und eine Spritze drin. Ich glaube, ich nehme mal die Armbrust wieder hier drauf. Wenn wir schon den Schockbolzen gesammelt haben. Schafft sie nicht allein. Ist schon okay. Die? Warte mal, sind da mehrere jetzt? Ich habe da oben noch einen kleinen rumstehen sehen, aber sonst. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Alles gut. Ganz cool bleiben. Ich möchte nicht unbedingt genau an der Stelle raus, wenn er sofort sieht, was ich mache. Oh, voll am Sack, Alter. Zwei von zwei. Sehr gut. Jetzt mal ein kleines Feuerchen machen. Fuck. Sackgasse. Ich suche einen anderen Weg. Lass uns bei der Pferdestatue da treffen. Okay, jetzt muss ich noch genau rausfinden, wo zur Hölle die Pferdestatue ist. Hat doch einigermaßen gut funktioniert. Hier im offenen Bereich war es dann auch um einiges besser, gegen diesen Typen zu kämpfen, als in diesen engen Gängen, wo ich absolut keine Chance habe auszuweichen, wenn er sofort mein Gesicht smasht, wenn er nur mit seinen riesengroßen, affenähnlichen Händen kommt. Oh, sehr gut. Scharfschützenmunition. What? Hätte ich ihn das vielleicht kaputt machen lassen können? Kann sein. Vielleicht habe ich mir da irgendwie eine Chance verbaut. Oder wir kommen von der anderen Seite hin. Das kann natürlich auch sein. Hier liegt noch ein bisschen Hirn rum, auf jeden Fall, habe ich gesehen. Und dann gucke ich mir die Ecke. Ah, ich habe es mir noch was gedacht. Das kleine Kämmerchen, in dem der Typ drin war. Hä? Hat Sebastian gesagt? Ach, da ist er doch. Okay, das ist Joseph. Dachte gerade, wer redet denn da? Und jetzt sind wir auch auf der anderen Seite von dem Ding hier. Wunderbar. Da war es doch mal extrem sinnvoll, viele Explosivbolzen dabei zu haben. Nee, kannst du mal gleich wieder umpacken. Okay, was hast du rausgefunden? Was ist das denn? Notiz vom Friedhof. Walt, ich bin losgegangen, um Donna zurückzuholen. Ich weiß, wie ich in die Höhle des Löwen komme. Ich lasse nicht zu, dass sie geopfert wird. Folge mir nicht. Bleib da und pass auf die Familie auf. Ich werde sie zurückbringen. Daniel. Warte. Da war was mit einem Pferd in dem Haus vorhin.
Ich habe dazu was aufgeschrieben. Hast du? Wann? Oh. Also, gehen wir da runter? Denke schon. Haben wir eine Wahl? Glaub's fast nicht. Und so, oh, das ist auch genau das Loch, das wir auf dem Foto hier gesehen haben. Das Loch, das die Dunkelheit bringt. Wir haben nur noch ein Kartenfragment eingesammelt. Ist das jetzt schon... Naja, ist schon dran, wie es aussieht. Was machen wir denn hier? Ich dachte, da war ein Loch, das besprungen werden wollte. Ich kenne ein Loch, das extrem traurig ist, weil es keine Liebe bekommen hat. Sollen wir vielleicht sagen, was wir hier machen? Okay. Muss ich den Sinn meines Ausflugs gerade verstehen? Spiegel sind auch nicht aktiv, wie es aussieht. Auch der eine ist aktiv. Das ist irgendwie eine Vorwarnung im Sinne von, ey, nutz nochmal die Chance. Gib all dein Hirn aus, speicher. Weil jetzt wird's extrem gefährlich. Springst in ein Loch und du weißt nicht, was da unten ist. Ist auch so ein Hobby. Das haben auch nur Videospielcharaktere. Ich kann nicht sehen, was unten ist. Ich könnte runterspringen. Könntest du? Was ist, wenn da Haie mit Laserwaffen auf dem Kopf sind? Da guckst du blöd. An Haie mit Laserwaffen denkt wieder mal keiner. Jetzt nicht so weit hergeholt. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Okay, hier sind wir 2 von 3. Das ist noch ein bisschen zu teuer. Dann die Streichhölzer. Streichhölzer sind nicht schlecht, aber 10 sind momentan zumindest noch okay. Kann sein, dass es vielleicht irgendwann mal so weit ist, dass ich sage, ich brauche jetzt echt mehr. Ich packe hier noch was in die Schrotflinten-Ammo. Und dann ab durch den Spiegel, oder? Jetzt weiß man noch nicht genau, warum ich hier bin, aber jetzt bin ich unten, wie es aussieht. Und ich befürchte fast alleine. Alles okay? Ich weiß ja nicht. Ich bin so hart aufgekommen. Mach dir um mich keine Sorgen. Ich bin so hart aufgekommen, ich habe mir einen Nadelhut aufgesetzt. Ich weiß nicht, wie okay es einem danach gehen kann. Okay, scheint ein heftiger Sturz gewesen zu sein auf jeden Fall, wenn es ihn voll ausgenockt hat. Wunderbar. Noch mehr hängende Drecksäcke. Ruhe. Sir Hellemann. Hallo vielleicht. Sei mal nicht so aggressiv. Kannst du mir nachher von deiner Leidensgeschichte erzählen? Kann ich den Hammer mitnehmen? Oh, schade. Warum liegt da ein riesiger... Der Hammermörder? Oh, fuck. Kommen wir jetzt von der Kettensäge direkt zum Hammermörder? Weiß ich nicht. Der Typ, den wir da in der einen Vision gesehen haben, wo wir dann Leslies Spiegelgesicht gesehen haben, hatte ja auch einen Fleischerhammer dabei. Das war ein anderer. Das war nicht so einer wie da vorne. Hat sich eine richtige Mühe gegeben, wie es aussieht. Okay. Shit. Was wohl so eine gute Idee war, hier runter zu gehen? Und wenn ich vielleicht einfach über das Geröll hätten klettern sollen? Jetzt ist es zu spät. Dann lasst uns mal gucken, was hier so abgeht. Das ist auf jeden Fall verdammt große Hebel. Von denen ich aber erstmal ganz kurz die Finger lasse, bevor ich weiß, was hier eigentlich abgeht. Und Kisten nicht zerschlagen kann. Ich mag den Bereich. Zu Hause ist, wo Kisten sind. Ein Haufen Kisten. Ja. Oh. Okay, ich wollte gerade sagen, ist das ein Hebel? Nope, das ist ein Bolzen. Das gefällt mir dann auch ein bisschen besser. Da hängt eine Statue dran. An dem Leichensack hängt eine Statue. Okay. Hätte ich die auch verpassen können, wenn das da langsam weitergetragen wird? Weiß ja nicht. Ich schlage jetzt einfach mal nicht auf den Sack drauf, weil auf die Gefahr hin, dass der Kidman vielleicht drin ist. Sagte diese Aufzeichnung etwas? Rein gar nichts. Sollte sie? Warte mal, ich habe vorhin etwas notiert.
Schon wieder? Hast du? Okay, gut. Was steht da? Er sagt, dass die Opfergaben zu den richtigen Altären gebracht werden müssten, um den sicheren Weg zu ihm zu öffnen. Ja, ich schneide. Okay, gut. Okay. Okay. Ich weiß genauso viel wie vorher. Bist du eine Opfergabe? Hey. Oh, shit. Ich hab's, glaube ich, ich hab's kaputt gemacht. Ja. Ist eh ein Opfer, passt. Was passiert, wenn ich an diesem Hebel ziehe? Sieben. Ja. Ich glaube, wir gewinnen. Das war's doch jetzt nicht echt schon, oder? Ich habe da kein gutes Gefühl dabei. Wenn ich da reingehe, dann gehe ich drauf, habe ich recht? Vielleicht sollten wir uns hier besser nochmal umsehen. Ja, das ist ein guter Plan. Er denkt sich auch schon so, nee, Alter, geh da mal nicht rein. Ich weiß ja nicht. Ich betätige jetzt einfach hier mal die Hebel, um zu schnallen, was ich hier genau machen muss. Also ich kann mir vorstellen, dass das diese Striche da an der Wand einfach bedeuten, dass, also an diesen markierten hier, also wir haben gesehen, dass das da hinten die 7 ist, die ist nicht markiert. Das ist schon mal okay. Vielleicht bedeutet es, die anderen müssen dann einfach mit den Opfergaben belegt werden. Opfergabe nach Wahl. Praktisch nach unten gefahren werden durchs Gewicht. Also wird es einigermaßen erklären. Hab das gehört? Ich auch. Ich glaube, ich hatte recht. Cool. Ich glaube, es hat funktioniert. Der sichere Weg zu ihm. Okay. Oh Gott. Warum ist die Kamera so? Ich probiere es. Das kann schon schief gehen. Sehr gut. Wir sind noch am Leben. Scheint fast so, ja. Ich weiß ja nicht, ob ich da einsteigen will, ganz ehrlich. Ich habe leider meinen Neoprenanzug heute nicht dabei. Die Weste ist nicht wirklich wasserdicht. Blutdicht. Schleimdicht. Was hängt hier eigentlich für ein Zeug rum? Ich weiß es nicht. Aber wo Schleim? Wenn man vom Ekel spricht. Dann schauen wir mal, wo das Teil uns hinbringt. Jo. Okay. Okay, ich wollte halt eh nichts mehr essen. Ist Kidman hier irgendwo? Ich weiß nicht, ob wir schon an der Kirche sind. Ist wahrscheinlich gerade der Zugang zur Kirche, denke ich mal. Ich bin ein bisschen vorsichtiger. Vielleicht gibt es hier Fallen. Wer weiß. Wir hatten schon eine Weile keine Fallen mehr. Also keine Seilfallen mehr. Von dem her... Können wir mir vorstellen, dass da demnächst vielleicht irgendwann mal wieder was kommt. Krankenzimmer. Mit riesen Wassertanken. Was zur Hölle ist das denn für Zeug? Oh, okay, das sind Gehirne. Alles klar. Was bist du denn? Irgendwas, was nicht mehr 100% ganz ist auf jeden Fall. Seht's mal so, er kann uns auf jeden Fall schon mal nicht hinterherlaufen. Ist auch ein Vorteil. Notiz Nummer 1 aus Friedhofslabor. Es muss Gottes Wille gewesen sein, dass diese beiden Waisenzwillinge überlebt haben. Sie wurden getauft und ihnen wurde Medizin verabreicht. 9 und sein Bruder 10 erholten sich schnell, aber ebenso schnell schritt auch ihre Entstellung voran. Natürlich sind es Zwillinge, aber aus irgendeinem Grund ist ihr Wachstum absolut identisch. 12 Stunden nach der Verabreichung des Serums, 9... 1,22 Meter, 28,2 Kilo. Körpertemperatur steigt, offenkundig Schmerz in untere Extremitäten. Okay, 24 Stunden nach Verabreichung. Auch beide die gleiche Größe und das gleiche Gewicht. Stabilisierung der Lebenszeichen, Schlaf in kurzen Intervallen. 36 Stunden nach Verabreichung. Ebenfalls halbbewusstlos, Gespräch mit imaginären Personen. 48 Stunden, unruhig, Sedativum verabreicht. Was zur Hölle? Waren das die, die ich gerade erschossen habe auf dem Friedhof? 9 und 10. Ist auch extrem nett, wenn du nur noch nummeriert wirst. Oh ja, ich glaube, das waren die Typen.
Was waren die Typen? Der eine mit seiner Lederfliegerkappe. Ich erkenne ihn wieder. Dann mal rein mit dem guten Zeug. Wenn wir schon so viele Spritzen dabei haben. Sehr gut. Auch nochmal ein bisschen Ammo hier. Sonst noch irgendwas, was ich einsacken sollte, mit dem ich vielleicht Leute töten könnte. Das ist jetzt eigentlich gerade die Voraussetzung. Ich glaube kaum. Okay, komm Joseph, wir gehen weiter. Kidman braucht uns. Sah auf jeden Fall nicht so einverstanden aus mit der Sache, die da auf der Treppe passiert ist. Also da hing ja irgendjemand am Arm. Man hat es nicht so ganz erkannt, wer es ist. Das ist ein Riesenköter. Shit, das ist ein... Bist du ein Rhinoceros? Was zur Hölle bist du? Ich kann mir das mal anschauen. Jetzt bin ich interessiert. Ach du Scheiße. Was haben sie denn mit dir angestellt? Oder was haben sie nicht mit dir angestellt, dass du so aussiehst? Hat irgendwie ein Teil Hunde, Wolfskopf. Vier Beine, ja, Schwanz, okay. Das ist irgendwie so ein Wolf-ähnliches, mutiertes Vieh. Was auch immer. Ich hoffe mal, ich muss kein Sprintduell mit ihm machen. Aber so wie der aussieht, läuft er nicht mal mehr einmal am Tag zum Briefkasten. Der ist durch, Mann. Okay, ich bewege mich ein bisschen schneller fort. Oh, hier geht's direkt schon weiter. Okay, Moment. Ich habe nicht in die andere Richtung geschaut. Ich dachte eigentlich nicht, dass es hier weitergeht. Ich habe nur gedacht, dass es hier vielleicht diesen Käfig gibt und... Ja, guck's dir mal an und dann geh wieder zurück. Aber das ist scheinbar unser Weg nach draußen. Oder nach drinnen vielmehr. Und wir wollen ja in die Kirche kommen. Oh, hier ist halt gar nichts. Ich hätte nur nach rechts schauen müssen und hätte gesehen, dass da eine Wand ist. Oh, immer eine Notiz. Notiz Nummer 2 aus Friedhofslabor. Jeden Monat werden Opfergaben zu dem Steinsarkophag an der Oberfläche gebracht, den der Besitzer Altar nennt. 2 Tote, 4 Tote, 3 Tote, 5 Tote, 4 Tote, 7 Tote, 6 Tote. Der Wache und der Kirche verändert sich. Genau wie bei den Zwillingen schreitet die Entstellung immer weiter voran. Heute hat er schon 6 Leichen verschlungen und doch heult er nach mehr. Ich weiß nicht, wie lange die Ketten und Gitter ihm noch standhalten. Ich wage es nicht, das Tier aus den Augen zu lassen. Vielleicht glaubt es, ich wäre eine weitere Opfergabe. Da ich gerade in deinem Rückgrat stehe, wahrscheinlich hat er das gedacht, ja, ja. War kein gutes Treffen für dich. Es ist allerdings wahr, die Entstellung schreitet immer weiter voran. Dann lass uns mal gehen, Joseph. Jetzt wirklich. Ich habe nämlich keinen Bock, dass das Ding wirklich ausbricht und wir noch mehr Probleme haben. Ich kenne das Ding. Ich glaube, wir müssen da draufstehen. Ja, und die Tür geht auf. Sehr gut. Ja, wunderbar. Dafür geht es aber auch nicht mehr auf von der Seite wahrscheinlich. Ich glaube fast, das war der Köter. Kriegst du das auf? Versuch's mal. Okay, ich bewaffne mich mal ein bisschen schwerer, falls... Ich hab's mir doch gerade fast gedacht. Der durch diese zerbrechliche Wand kommt. Oh shit, die Brille. Seine einzige Schwäche. Oh fuck, ich muss halt echt gegen das Vieh kämpfen. Verdammt. Gib mir einen Moment. Ja, am Rascheln ist man... Alter, ist ja gut. Oh, fucker. Wow, fuck. Er war schnell. Oh, Alter, wie er auch noch rausspringt. Du Penner. Was für ein mieser Gegner ist das denn?
gibt einem halt keine Chance irgendwie zu reagieren. Springt einem einfach ins Gesicht. Ja, klasse. Dankeschön. Drecksvieh. Ach, fuck. Dieses Ding kann scheinbar nicht am Boden platziert werden. Gut zu wissen. Was ist das denn für ein beschissener Gegner? Na wunderbar, okay. Müssen wir also doch gegen den Wachhund kämpfen. Und ich glaube, er sieht uns auch als eine weitere Opfergabe, was die Sache nicht wirklich einfacher macht. Joseph hat seine Brille verloren, das heißt, er ist auch momentan, glaube ich, ich will nicht sagen nutzlos, aber nicht so hilfreich, wie er vorher war, denn er sieht einfach nichts. Und ich hoffe mal, wir finden den Kerl. Ich habe keine Ahnung, wo er den hingeboxt hat. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, schreibt einen Kommentar. Wir gucken, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Bis dahin, haut rein.